Wahrheit ausdrücken, so muss man fragen, welche Wahrheit? Meint er damit die Einsicht in die gesellschaftliche Lage der Musik? Oder ist lediglich die Entwicklung des Materials, des Musikalischen, als Abstraktum gemeint? Er wird zumindest als Verächter der Klischees gerühmt werden müssen. Er hat seiner Klasse, seiner Zeit einen Spiegel vorgehalten. Es war gar nicht schön, was man da sagt. Aber es war die Wahrheit. Auch meinen Und mein Kommunismus wäre doch, noch die Folge meines Akt, Hunger, wenn, ich, Mann bei ihm war, nur Jugendtorheit, die würde sich schon geben. Ich tat, was niemand erwartet. Ich brach mit ihm. Gute Mädchen lieben nie einen Herrn, der nichts verzehrt, doch sie können innig lieben, wenn man ihnen was verehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich. Über dicke Luft, die uns gar nicht gefällt. Alles voller Hass und voller Neider. Keiner will mehr Pferd sein, jeder Reiter. Und die Welt ist eine kalte Welt. Und die Welt ist eine kalte Welt. So ist auch mit allem Guten und Großen. Es verkümmert rasch in dieser Welt. Denn mit leerem Magen und mit bloßen Füßen ist man nicht auf Geräusche eingestellt. Man will nicht das Gute, sondern Geld. Und man ist von Kleinmut angehaucht. Aber wenn der Gute etwas Geld hat, hat er doch, was er zum Gutsein braucht. Wer sich schon auf Untat eingestellt hat, blicke ihn an, der Schornstein rauf.
ich setze mich sehr oft über meine Zuhörer frech hinweg und sage, in 20 Jahren werden Sie es vielleicht mal verstehen. Das ist eine freche, eine grobe und vulgäre Haltung. Aber mir bleibt keine andere Wahl übrig. Besonders bei Werken, die ich in der Emigration geschrieben habe. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht alle Sachen, die ich 1935... Wollen wir nicht alle Sachen politisieren? Wollen wir einige Gebiete der Ästhetik herausnehmen und nicht so einfältig politisieren? Überpolitisierung in der Kunst führt zur Barbarei in der Ästhetik. Die Stadt ist nach den Engeln benannt und man begegnet des Faustus. Ist sie eine reaktionäre oder eine fortschrittliche? Ist sie eine Idee, die der zentralen Frage Deutschlands, nämlich der nationalen, hilft oder sie schädigt? Darauf sind, scheint mir, die Kritiker nicht eingegangen. Was aber ist die Moralität des Faustus? Wer sich gegen das Volk, die Bewegung des Volkes, die Revolution stellt, sie verrät, gegen sie einen Bund mit den Herren schließt, wird vom Teufel geholt. Er wird vernichtet, ohne Gnade und Erbarmen. Ich frage nun, ist das antipatriotisch? Mephisto. Was jammerst? Faust, du hast schießen lassen. Mephisto. Ich?
Schießen? Nein. Ich lasse nie schießen. Ich habe meine eigene Art. Auch hasse ich Lärm, vermeid Aufsehen, üble Umstände. Ein Meister in der Kunst der Überredung. Schießen, das tun andere. Faust, du lügst, du Hund. Hab keinen Befehl gegeben. Mephisto, Befehl gewiss nicht. Hast aber ängstlich um dich geblickt. Und was tun Landsknechte, wenn ihr Herr ängstlich um sich blickt? Sie schießen. Faust schweigt. Genossen, ihr müsst verstehen, dass das Gesamtwerk eines Künstlers mannigfaltig ist. Und dass er neben Sachen, die sofort aufgenommen werden, auch Kompliziertes produzieren muss, um die Kunst vorwärts zu bringen. Wahrscheinlich gehört es zum Wesen des künstlerischen Menschen, mit großer Empfindsamkeit auf äußere Umstände zu reagieren. Ihr mögt es für Schwäche halten, aber ich brauche eine Atmosphäre des Wohlwollens, der Zustimmung, der freundlichen Kritik, um künstlerisch arbeitsfähig zu sein. Selbstverständlich ist Kritik notwendig, um die Kunst an die gesellschaftlichen Fragen zu prüfen. Doch keine Kritik, die jeden Enthusiasmus bricht, das Ansehen des Künstlers herabsetzt und sein menschliches Selbstbewusstsein untergräbt. Nach der Faustus-Attacke merkte ich, dass mir jeder Impuls, Musik zu schreiben, abhanden gekommen war. So geriet ich in einen Zustand tiefster Depression, wie ich ihn kaum je erlebt habe. Ich kann mir aber nun meinen Platz als Künstler nur in der Deutschen Demokratischen Republik vorstellen, um den für mich lebenswichtigen Impuls, Musik zu schreiben, wiederzufinden. Frucht wird der Schiffer über die hellen Ströme, von fernen Inseln, wo er geerntet hat. Wohl möchte ich gern zur Heimat wieder. Ach, was hab ich? Politik beschäftigt habe? Das ist ganz einfach. Als ich sah, dass die Politik sich so mit mir beschäftigte, habe ich mich mit der Politik beschäftigt. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Denn da dreht das Rad sich nicht mehr weiter.